Hallo liebe Zuschauer von EWTTV, heute hier in der Samariterstraße zum nächsten ersten Bundesligaspieltag. Der erste im neuen Jahr hier zu Hause bei uns. Markus, du bist wieder dabei. SV Fischbach heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer von EWTTV. Von unserer Seite auch nochmal ein fröhliches neues Jahr. Noch ist ja Januar, kann man das noch sagen. Und ja, herzlich willkommen zum ersten Heimspiel dieser noch jungen Rückrunde sozusagen. Und ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, SV Fischbach, der Gegner heute. Gilt die Tabellenführung zu behalten, ne Basti? Richtig, das ist das Stichwort. Das Ziel für alle EWT-Fans und natürlich auch für alle Spieler, für alle Verantwortlichen hier, ist natürlich das Finale hier in Berlin zu haben. Und dafür müssen wir Erster werden. Schaffen wir das heute? Ich gehe davon aus. Wir haben das Rückspiel 5-1, glaube ich, gewonnen oder 6-0? 6-0. Ich genau, habe es mal hier aufgerufen. Genau, wir haben das 6-0, das Hinspiel gewonnen. Wir haben am Dienstagabend haben wir in Gifhorn einen souveränen 5-1-Sieg hingelegt. Lüdinghausen hat parallel gegen Mülheim, etwas überraschend für mich, gewonnen. Das heißt, unser ärgster Verfolger ist jetzt wieder Bischmisheim. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir jetzt 2 Punkte vor der Konkurrenz sind. Und da ist das Finale zu Hause ist durchaus machbar in meinen Augen. Und mit einem Heimsieg heute sehe ich das ganz gelassen entgegen, bin ich der Meinung. Du hast es angesprochen, im Hinspiel ein sehr souveränes 6-0. Da brannte also gar nichts an. Juliane gegen Alina Hammes im ersten Satz noch ein bisschen gepennt, 21-19 verloren und dann ganz souverän 8-1 gewonnen. Ja. Was meinst du, wie wird das Ergebnis heute? Werden wir das wiederholen können? Also ich denke schon, wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung in diesem Jahr, auch wenn wir heute ohne Kenneth beispielsweise antreten. Dafür ist Kestos, Jakko und Sven-Erik dabei. Bei Fischbach fehlt Alina, habe ich gesehen. Die spielt sich jetzt hier nicht mit ein, ist nicht mit angereist. Das heißt, schauen wir mal, wie die bei den Damen sozusagen drauf sind. Aber wir sind bei den Damen mit Juli und Lotte, haben wir natürlich, eine gute Alternative in Anführungsstrichen. Da sehe ich uns nichts anbrennen. Und bei den Herren, denke ich, sollten wir ebenfalls auch die Punkte machen, sodass wir hier auf jeden Fall mit einem 5-1 nach Hause gehen. Du hast gerade angesprochen, Kenneth ist heute nicht dabei. Wie sieht denn nun die Mannschaftsaufstellung aus? Also ich weiß, dass Kestis erstes Einzelspielen wird. Sven-Erik aus der zweiten Mannschaft hochgeholt jetzt in die Bundesliga, wird zweites Einzelspielen. Und im Doppel werden Kestis und Jakko ihr Glück versuchen, in Anführungsstrichen. Und Mix wird dann Jakko und Lotte spielen und Juli und Lotte im Doppel und Juli im Einzel. Gut, ja. Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als heute wirklich die Daumen zu drücken, dass es das keinen Ausrutscher gibt. Das ist ja immer so, das Vermeintliche gegen den vermeintlich Kleinen wird es immer am schwierigsten. Aber wir sind da eigentlich guter Dinge und sind eigentlich positiv eingestimmt, dass das heute ja ein weiterer Schritt in Richtung großes Ziel Triple geht in diesem Jahr. Ja. Weil was anderes haben wir eigentlich nicht vor. Eben, alle guten Dinge sind drei, das ist ja so ein bisschen unser Motto. Und auf dem Weg zum Finale zu Hause sollte Fischbach kein Stolperstein sein, hoffentlich. Und wenn die Samariterstraße hier weiter der bewährte Hexenkessel ist und alle Gast geben wie bisher, denke ich, sollte hier nichts anbrennen heute. Also wir haben jetzt noch knapp über eine Stunde Zeit, bis es wirklich losgeht. Die Ränge sind natürlich noch überhaupt nicht gefüllt. Die letzten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Und Markus, was machen wir jetzt noch? Wir schneiden jetzt noch das Video, dass wir es hoffentlich bald ins Netz stellen können. Und dann geht es auch schon fast los. Richtig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Guckt euch auch noch mal unsere Internetseite an, ebt-badminton.de oder auch unsere Facebook-Präsenz EBT oder halt auch EBT-TV. Wir freuen uns über jeden Klick, über jeden Kommentar und freuen uns eigentlich, wenn ihr einfach unsere Seite anschaut. Das gibt uns das Gefühl, dass ihr das wollt und das macht unsere Arbeit lohnenswert. Vielleicht an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für alle EBT-Facebook-Fans sozusagen. Wir werden diesen Monat voraussichtlich die 200 Fans knacken, was sich erstmal nicht so viel anhört. Aber wenn man bemerkt, dass wir bis vor einem Jahr noch irgendwie mit 50 oder 60 rumgekrepelt sind, in Anführungsstrichen, sind wir da auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass jeder darauf Lust hat, sag ich mal, gefällt mir zu drücken und wirklich frische Infos über EBT zu bekommen, alle Pressemitteilungen und alle neuen Videos sofort aufs Handy oder beziehungsweise bei Facebook zu sehen und dann, ja.
Und selbst bei EBTTV, die Seite gibt es jetzt seit Beginn der Saison, haben wir jetzt mittlerweile fast 40 Fans, was natürlich echt super ist. Ja, in der kurzen Zeit. Das gibt uns wirklich nochmal Ansporn, Mut, um auch das weiterzumachen für euch zu Hause. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal für alles. Seid einfach dabei, postet ein paar Kommentare, gebt uns eine Rückmeldung, was ist gut, was ist schlecht. Damit können wir arbeiten und dann macht es einfach noch eine Spur mehr Spaß. Genau. Macht's gut, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Spieltag. Ciao. Ciao.